Geht's schon los? Oh, das ging aber schnell dieses Mal. Hallo. Ich fange noch mal an. Alkoholisiert? Nein. Mag das nicht. Rassismus. Oh Gott. Das wird schlimm. Den Vorwurf der Unehrlichkeit riesig. Oder auch am Kloster bei 36 Grad am Saalenden, was habe ich denn mit Saalenden? Strahlenden. Strahl. Den ganzen Kommentar von Schreff. Mann! Von Schreff. Ja, Sie sind jetzt live mit vor der Kamera, weil wir immer den Wochenrückblick jetzt freitags drehen und ja, da sitzen wir gerade genau drinne. Sie dürfen auch jemanden grüßen, wenn Sie das möchten. Ja. Alsfelds Bürgermeister Stefan Paule grüßt alle, die er kennt. Heute ist der Wurm drin, weil ich weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, worüber ich lachen muss. Weh, das Ohr schmerzt. Das? Schari! Ich sollte auch auf den Text gucken und nicht in die Lampe. Hallo Lampe, hi, du bist halt echt kalt. Er zeigte sich besorgt über die politischen Vorhaltungen der Nachbarkommune. Na, haben Sie die Alprin? Der Schüler der Albert-Schweitzer-Schule. Stuhle. Das war's von uns. Kann man das am Ende rausschneiden, dieses? Ja. Dann machen wir da Cut. Weiß ich nicht, jetzt hätte ich das Wort noch nie gesagt. Flammen. Baby. Wir von Oberhessen Live waren übrigens in der vergangenen Woche zu Gast in Berlin, um mit dem Dr. Helge Braun, um mit diesem Minister dort. Der letzte Satz ist echt. Er ist wirklich. Mann, verdammt, das war gar nicht so schlecht, aber der Rest war echt. Kann nicht improvisieren. Das Schlammwasser gab. Nochmal. Gemisch. Schwammschicht. Ja, ich hab's gemischt. Schlammschicht. Yay! Soll ich ihn einfach jetzt so? Oh, das ist okay. Nee, das ist blöd. Den Vorwurf der Unehrlichkeit gegen. Ich komm, hier ist die Luft. Wir sind dabei, seid dabei. Nee. Er ist fast so wie dieser Tag hier. Eigentlich ist alles eigentlich nur. Kann ich? Das hatte sie auch nicht, sondern vielmehr ein Plus von rund 500 Millionen Euro. Vielleicht übernimmst du den Teil. Das war nicht schlecht, das war wirklich nicht schlecht vorher. Und dann kam ich raus. Ich kann das auch nicht mehr hören. Das war's von uns für diese Woche. Mehr von uns gibt's nächste Woche. Und in der Zwischenzeit lest doch einfach Oberhessen Live.